3, 2, 1. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Scrap Challenges. Heute zusammen mit Juli. Hallöchen. Nico. Oh Gott, da geht's aber weit runter. Hallo. Achtung, da geht's weit runter. Und zusammen mit dem lieben JustCraft als Gast. Oh Gott. Die K.O.-Truppe ist wieder vereint. Genau. Wir alle drei, ich hab angefangen gesagt, da geht's tief runter. Da bist du just oh. Ja. Die K.O. sind wieder vereint. Ich hab mir heute eine relativ einfache, aber komplizierte Challenge ausgedacht. Relativ einfach, aber kompliziert. Mhm. Genau. Das überfordert mein Gehirn. Das habe ich schon gedacht. Braucht nicht viel bei dir. Warte mal. Nico, bleib mal stehen. Jetzt treib's nicht zu bunt. Nein. Ich wollte Nico anmalen. Ich sag ja, treib's nicht zu bunt. Also. Die Challenge ist relativ simpel, indes ihr einfach nur ein Auto baut, was nach einem Auto aussieht. Also soll wirklich. Moment, was? Ihr sollt mir ein Auto bauen, was nach einem Auto auch aussieht. Meinetwegen könnt ihr auch ein Schneeräumfahrzeug bauen. Was mit einem LKW? Ein LKW könnt ihr auch bauen. Es muss aber nach einem LKW aussehen. Wir machen. Okay, ich baue ein Auto. Nach 40 Minuten Bauzeit. Fahrräder auch okay? Ihr könnt alles bauen, was. Ihr könnt alles bauen, was auf deutschen Straßen fahren darf. Also die Kurzfassung so. Auch auf luxemburgischen Straßen. Ja, Straßenbahn kannst bauen. Ja. Dann, nach den 40 Minuten Bauzeit, die ich euch geben werde, werden wir ein Battle in der Arena machen. Der Trick hierbei ist nur, eure Konstruktion, um euren Gegner zu hochzunehmen, dürfen nicht sichtbar sein. Das heißt, ihr dürft euch nicht 20 Blöcke große Rampen vorn dran bauen. Sondern ihr müsst alles schön verstecken. Also nicht so wie Simons Fahrzeug vor drei Folgen. Genau so, also nicht. Also dann irgendwas, was ausfährt oder so. Okay. Ja, genau. Okay. Also du meinst, also sozusagen, wenn wir das spawnen, muss es nach einem Fahrzeug aussehen. Was es danach macht, ist egal. Im Endeffekt ja. Ihr könnt meinetwegen auch meinetwegen einen Transform-Roboter-Gedönsel bauen. Naja, nimm mal so, du nimmst einen Kasten innen drin, wo du dein Auto nimmst und außenrum machst du komplett über Pisten, machst du sozusagen dein Gehäuse über Pisten fest. Das ist ja möglich. Das kannst du machen, ich probier's nicht. Kann ich beispielsweise jetzt eine G-Klasse bauen und wenn ich einen Knopf gedrückt habe, wird es zu einem, keine Ahnung, Panzer oder so? Ja. Okay. Du kannst auch direkt einen Panzer bauen. Ein Panzer, der danach zu einer G-Klasse wird oder andersrum? Das ist so Länge wie Breite. Also, wenn ihr euch verteilen wollt. Dann gehe ich hier hinten. Ja, ich gehe zu Leon. Ich bin hier. Oh ne, ich gehe da runter. Da ist nicht gut gefällt. Bauplatz. Ich stehe am Platz. Gut. Ja. Ich bin auch ready. Ja, dann bin ich jetzt auch ready. Dann starte ich jetzt einen Timer und schiebe euch in die Challenge. Dann beginnt die Challenge, nachdem ich den Timer gestartet habe und ich schiebe euch in die Channels für die Challenge. Und zwar in 3, 2, 1 und die Challenge beginnt. Viel Spaß. So, dann gehe ich direkt mal Juli, Nico stalken. So. Ich habe sehr unkreative Challenges, ich gebe es zu. Was ist mein Unfall hier? Ach, ich finde die Idee an sich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ja, weil bisher haben wir immer nur die SpaceX-en Fahrzeuge gebaut und jetzt möchte ich mir was. Ne? Ja. Ich frag mich nur wegen der Umsetzung. Ja, du hast ja gesehen, bei mir hat. Bei meisten meiner Fahrzeuge sieht man die Fallen nicht. Du kannst meinetwegen wirklich einfach ein Auto 1:1 bauen und einfach Düsen überall reinkleben. Das ist mir so Länge wie Breite. Ja. Bau du mit deinem Radio, ey. Ja klar, muss Musik laufen hier. Ich bräuchte mal ein Lager. Ich glaube, die sind ein bisschen groß.
Rad. Das ist dann vermutlich zu klein. Dann ein 4x3. Nee, dann doch ein 4x3. Also mal dann nehme ich doch so ein Rad. Das werden BMW-Reifen. Bring mich Werkstatt oder bayerische Mistwagen her? Jetzt ein Mistwagen, definitiv. Bevor ich hier groß loslege, sollte ich nachgucken, kann man diese Blöcke hier färben? Weil es soll natürlich ein schön, ein wunderschöner weißer BMW werden. Jo, passt, okay. Oh Gott, oh Gott, oh, ich sehe schon, was das werden kann heute. Ich meine, meinetwegen kannst du auch einen Rattler oder einen Bagger bauen. Das ist so Länge wie Breite. Auch ein Traktor. Das wäre natürlich auch eine Idee gewesen, ja. Ich meine, der kennst du dich am besten aus, wahrscheinlich. Ach, ja. Ich meine, ich stelle es mir vor, ich mich jetzt hier 10 Minuten hinstelle, einfach ohne Zeit. Hier so stehen bleiben und einen Timelapse mache. Das wäre natürlich auch lustig. Von einem Erbauer? Ja, 10 Minuten. Oh jeweils. Oh Gott. Auf 1 Minute runter komprimieren dann oder sowas. Joa. Weißt du, was nicht schaden würde? Hm? Ein Motor. Ja, ich. Das funktioniert jetzt erstmal hier. Ich meine. Das funktioniert. Also, ja, bei mir, das wird. Ich versuche so gut wie möglich einen irgendwie so ein, keine Ahnung, 1er BMW zu machen. Gut, dass ich keine Ahnung von Autos habe. Was eigentlich das sind die BMWs, das sind die BMWs, die du am allermeisten auf der Straße siehst. Bring mich Werkstatt. Nur baue ich das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen. Größer, weil das ist schon sehr klein. Sehr klein und belastet hier aktuell. Sag mal, was machst denn du da? Ach, du brauchst die Licht. Ja, ich wollte mir Scheinwerfer an. Gut, dann gehe ich meinen nächsten ärgern. Hi. Bis später. Hi. Du bist ja nichts auf der Schindlers Liste. Ja. Wo bist du denn? Ach, du kommst gleich. Ja. Hallo. Hallöle. Hallo. Was genau, zur also heiligen Bimbam? Mein Plan wird es, erstmal einen schicken, ich weiß nicht, was ich als Hobbit nehme. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt einen VW oder einen Benz nehme oder so. Muss ich mal gucken, dann, ob ich da ist Länge wie Breite. Muss nur nach Auto aussehen. Genau, das ist halt mein Ziel, dass es nach dem Auto aussieht. Aber ich habe beim letzten Mal, finde ich, mit diesen, ich weiß nicht, mit den Kolben produziert, sag ich schon. Wie heißt es nochmal? Ich habe gerade das Wort vergessen. Profitiert, genau. Und das wollte ich jetzt ein bisschen ausweiten. Das heißt, das sieht wie ein normales Auto aus, kann aber zu einem Auto ausfahren, was, keine Ahnung, so hoch wie ein Monster Truck ist, wenn nicht sogar noch höher. Das heißt, jeweils 24 in die Richtung und 24 nach unten. Denk mal, du musst in die Arena passen. Genau, nee, das wird kein Problem. Das ist halt nur für Notfall. Das heißt, da kann man dann garantiert runter durchfahren. Also ich glaube nicht, dass jemand so ein hohes Auto baut. Und genau. Dann, ja, ich weiß nicht, zur Abschreckung natürlich Schubdüsen, aber ich werde es halt einfach wie ein normales Auto aussehen lassen. Räder wollte ich, okay, ich glaube, die sind ein bisschen zu groß. Da sollte ich vielleicht andere nehmen. Aber das sollte dann circa irgendwie so aussehen, dass ich kann mal gucken. Jetzt brauche ich noch einen Sitz. Weil ich fand, bisher hat man immer nur so spacige Autos, habe ich auch schon zu Nico eben gesagt. Ich wollte jetzt mal irgendwas sehen, was ein Auto aussieht, weißt du? Nicht, was aussieht, wie als wäre jemand mit dem Auto in einen Schrotthaufen gefahren, wäre mit allem rausgefahren, was zu ihm geklebt hat, an ihm geklebt hat. So sahen manche Autos ja teilweise aus. Oder manche ja. Fahrzeuge für eher. Ich weiß auch noch nicht, ob ich vielleicht auch, weil ich versuche mich schon, ich habe das öfters probiert, habe es nie geschafft, ein richtiges Auto zu bauen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt wirklich so detailliert baue, dass ich jetzt beispielsweise zwei Sitze nebeneinander habe. Also ich glaube, ich habe den Platz dafür gar nicht. Aber ich versuche es zumindest, dass es so ein bisschen aussieht von aus wie ein Auto. Und dass man sich auch vielleicht nicht nur allein ins Auto reinsetzen kann, sondern vielleicht auch noch mit einer anderen Person oder so. Das ist egal. Also da
geht's bei mir ungefähr hin. Ja, soll halt quasi einfach nur vier Räder haben und aussehen, als wäre es auf die STV, auf die Straßenverkehrsordnung zugelassen. Genau, das war dann auch mein Ziel, dass ich so in die Richtung halt gehe. Ich weiß halt nicht, wie es im Endeffekt wird. Ja, ich wollte gerade sagen, was du unter dem Motorhaub machst, ist ja, kann einem ja scheißegal sein im Endeffekt. Das weiß ja keiner. Sehe ich ja von außen nicht. Warum zum Kletterbums hast du den Knopf upside down platziert? Oh. Nee, der kommt gleich nochmal weg. Und du bist ganz sicher, dass das in die Arena passt? Reinpassen ja, aber ich glaube, ich muss nochmal mit der Höhe ein bisschen spielen, weil ich weiß nicht, ob ich dann durchhänge. Pff, du hast Probleme. Also ich gucke mal, wenn wir... Und schwupp. Oh. Warte mal. Von der Höhe vielleicht nicht. Okay, sieht jetzt nicht mehr aus wie ein Auto. Ja, jetzt also, gerade nicht. Also nicht, aber... Naja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich mache das nicht so breit. Vielleicht reichen 12 in der Breite. Sag mir erstmal sein Handbuch raus. Was hast du jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich gucke, glaube ich, nochmal die... Oh, okay. Kann ich hier vorne auch Sachen dran platzieren noch, oder? Ich glaube nicht, nee. Nee, jetzt Ghost Blocks einfach nur. Langweilig. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade mein Scrum, mein Tastatur. Achso, jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich, glaube ich, gerade mein Tastatur kaputt gemacht. Naja. Mal sehen. Ja. Also, es ist halt so mein Plan, dass ich da mit der Größe spiele und vielleicht auch ein bisschen mit der Kraft, dass ich mir das ein bisschen schwerer baue. Ich meine, ja, kannst du natürlich auch eine Titan mit vier Rädern dran bauen, das stört mich nicht im geringsten. Ja, könnte ich machen. Ja. Aber ich glaube, wenn ich da mit Gewicht spielen kann, dann vielleicht auch noch mit der Größe und Geschwindigkeit, ich glaube, dann könnte ich das ganz gut gewinnen. Naja. Ich meine, bei der letzten Challenge hatte ich auch keinen richtigen Plan, es sah ja schlussendlich nicht so schlecht aus. Ja gut, bei der letzten Challenge, wo du dabei warst, meine ich, sah mein Auto aus wie eine Box und konnte offiziell nix. Genau, sie konnte fliegen. Das konnte sie recht gut. Naja. Sie konnte es kontrollierter als Juli, sagen wir es so. Ja gut, er ist natürlich immer mit seiner, wie, welche 6. Taste war das mit dir? 6, genau, ist einmal weggeflogen. Ich hab's bei mir auf 1 gelegt hier, gerade bei dem hier. Und ich habe auch natürlich eine Bremse in die Gegenrichtung gebaut. Ja, schick, schick. Okay, ich dachte, ich habe was kaputt gemacht. Nee. Naja. Ich glaube, das könnte aber stylisch aussehen, wenn ich in den Kofferraum die Düsen baue und den dann irgendwie aufklappen könnte. Ja, das kannst du natürlich machen auch. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich weiß auch nicht, ob ich hinten vielleicht auch noch, wie heißt das, hier diese Dinger da, die sich dann drehen. Die Radlager. Ja. Dann gehe ich dem Juli wieder auf den Nerven. Genau. Bis später, man sieht sich. Ciao, ciao. Bis später. Oh je, hallo. Hallöle. Ich hab gehört, du brauchst wen, der dich nervt. Nee. Ich bin aber da jetzt. Kannst nichts gegen machen, ob du willst und nicht. Ja. Das ist Kacke. Das sieht aus wie ein Lowrider. Könnte sein. Na, dein sieht schon mal mehr nach Auto aus, als das, was ich bisher gesehen habe, so. Ja, gut. Ich probier's ja auch wenigstens, ja. Ich möchte ja hier auch irgendwas machen, obwohl ich ja eigentlich überhaupt kein Autokenner bin. Ehrlich gesagt, hast du bisher auch die meiste Zeit, weil du bist jetzt gerade der Letzte, bei dem ich quasi bin. Du hast quasi die meiste Zeit gehabt von Anfang zu Ende, weil bei Nico hast du ja gesehen, dass er noch nur die Schäbühne stehen hat, also nachher. Ja, okay, gut, da. Ich versuche halt hier wirklich, hier irgendwie ein Auto zu bauen. Ich habe halt absolut keine Ahnung, ob das mir gelingt. Aber ich versuche mein Bestes, sagen wir mal so. Ich habe halt, ja...
Wie gesagt, ich habe recht wenig Ahnung von Autos. Deshalb schauen wir einfach mal. Er beschreibt mich ganz gut, ja. So. Ich meine, du machst ja wenigstens schon Radkasten und alles dran. Ja, weil die Aufgabe ist ja ein Auto zu bauen und nichts anderes heute. Ja, das ist so zumindest die Grundidee also, hinter gewesen. Genau. Also ob das nachher halt irgendwelche Abwehrsachen hat, das werde ich ja dann noch sehen, aber... Ist ja ganz dir überlassen im Endeffekt. Genau. Deshalb, ja, mal schauen. Ich werde mal gucken, wie viel ich hinbekomme. Wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Und wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Ja. Ja. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch recht wenig vor bezüglich Abwehr und sowas. Ja. Angriff ist die beste Verteidigung, ne? Genau, Hauptsache den anderen auf den Sack gehen, dann wird es schon irgendwie passen. Ja. Alter, ich habe keine Ahnung, sieht so ein Auto aus? Pff. Alter, ich habe sowas von keine Ahnung. Nachher lachen die mich alle aus, was das sein soll. So, das ist jetzt die Motorhaube. Oh, warte, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee. Nee, scheiße, die Motorhaube geht andersrum auf, wa? Wer? Ich hab eine gute Idee. Jetzt pass mal auf, ich mache nämlich hier hin und hier hin. Und dann machen wir so. So. Jetzt kann ich nämlich meine Motorhaube öffnen. Saugeil. So. Ja, theoretisch zumindest. Und praktisch? Wie sieht's praktisch aus? Ja, ich baue jetzt ja erstmal. Ich möchte ja auch sowas wie Türen reinbauen und sowas. Ja. Also das ist ja... Und einen Kofferraum. Oh, okay, komm nachher wieder, ich baue einen Kofferraum. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Noch 25 Minuten. Was, nur noch? 25, ja. Du Scheiße. Okay, alles klar. Schreib mal kurz in den Chat. Vielleicht chatten, ne, muss ich mal hart anmachen, dann kann ich chatten. Wie heißt denn dieses Teil? Gerät. Einheit. Man soll es auch richtig schreiben. Danke, ich wieder Nico auf den Keks. Tschüss, tschüss. Ich hab's auch nicht.
Eins muss rot, zwei blau. Eins muss rot und zwei blau. Und hier muss eins rot und zwei blau. Eins rot und zwei blau. Ja. Ja. Das Ganze ist jetzt mal Strichlinie. Ja. Also. Ja, Nico, ist hier schon mal, nee. Das haben die einzige Kurse früher.
Also, ich würde anfangen, wir machen einen Schlachtplan, der aussieht wie folgt. Juli fängt an mit Fahrzeug zeigen. Na jetzt eben, was hast du Feines gebaut? Oh je. Ich habe versucht, meinen weißen Golf nachzubauen. So. Ja, Moment, ich drehe mich mal kurz. So sieht dein Golf aus. Nein, ich habe kein Panoramadach. Ich würde mir bei Julis Auto jetzt Sorgen machen. Also jetzt pass auf, ja? So. Ja? Halt, Moment. So. Ich kann meinen Motor überprüfen. Ich habe einen 6-Zylinder hier drin. Ja? Ich kann hier öffnen, ich kann ein bisschen durchlüften. Warum hat es verrückt? Was hab ich denn eigentlich gemacht, Alter? Okay, ja. Aber es sieht immerhin besser aus als meins. Also. Ich hab 4 Sitze. Ja. Und halt die vorderen. Ich hab ein bisschen, das ist ein Problem, das ist ein bisschen ein Bug. Meine vorderen Türen gehen nicht ganz zu. Da ist halt ein bisschen zu. Ja, das ist weil sich die Ecken halt überlappen. Ja, das ist. Ja, aber hinten geht's, weißt du? Ja, man möge mich rauslassen. Ach so, ja. Ach, du kannst im Auto nicht laufen. Du musst dich irgendwie rauspacken. Ich hänge im Türdach. Okay. Ja. Das ist mein Golf. Als nächstes ist Just Craft dran. Oh je. Ja, weißt also, du, Leon, das als du gegangen bist, ja? Als du gegangen bist, da war ich ja gerade hier an der Heckpartie, ja? So, da war ja das vorne hier alles schon fertig. Dann war ich hinter der Heckpartie, die hab ich fertig gemacht. Dann dachte ich mir, okay, jetzt will ich aber in mein Auto und das fahren. Also, ich präsentiere auf der anderen Seite die wunderschöne Mercedes-Benz G-Klasse. Ach du Scheiße! Ich muss ehrlich sagen, ich Scheiße, bin ich nicht hab, ehrlich ich geworden. Und ich kann mit dem Ding aber irgendwie nicht fahren. Nice. Oh Gott! Ich hab den Motorstellung auch noch falsch rein. Moment, ist das einfach nur, wenn du W drückst jetzt oder was? Nee, ja, wenn ich W drücke. Ja, dann hast du einfach unten die Kugel da gar nicht gedreht. Die muss man immer auf eine Seite drehen. Sollte man. Okay, dürfte ich das noch einmal ganz kurz machen? Ja, kannst du nichts machen, sonst bringt's ja auch nichts. Genau, es kann die Türen öffnen. Und das war's. Ja. So 3 von 4 vorhandenen Türen können sie öffnen. Ja. Und eine Badewanne. Wieso ist die Tür nicht lackiert? Hast du gerade einen Unfall gehabt? Oh Gott. Alter, was fährst denn du da zusammen? Ich drück nur minimal W. Und ich habe auch noch Schubdrücken. Die habe ich auch noch nie getestet. Wann? Hier? Okay. Was? Okay. Ich hab mir gerade an, dass ich die Tür nicht belegt habe. Ich hab die Schubdüsen vergessen. Das
Als ob du wieder deine Spinnenfüße gemacht hast. Nee, das darf jetzt aber nicht geändert werden. Das darf jetzt aber nicht geändert werden. Ja, das ist, so ist jetzt halt so. Das ist jetzt kein Butter-Feature. Genau. So, als nächstes und so guter Letzt ist Nico dran. Oh Gott, ich sehe schon, diese Folge, die wird, oh Gott. Ja, also, ich wollte eingangs einen kann ich noch in letzter Sekunde von Leon gefärbte Blöcke ändern? Ja. Ja, hat er mir gebaut, warum, da hat er in dem Moment... auf der Seite. Also ich wollte anfangs versuchen, so eine Art einer BMW zu bauen. Es ist jetzt mein QMW, nicht 1er, sondern 6000. So in der Größe und im Faktor. Geiler Smiley hier vorne. Warum ist er eigentlich so breit? Ja, der war von... ich habe mein Fahrzeug war anfangs deutlich schmäler. Und ich habe 300 S dran gehabt und dann ist mir eingefallen, scheiße, die Räder sind ja eigentlich in Radkasten versteckt. Und dann wurde es nochmal 6 Meter breiter. Ja, genau so ging es mir auch, Nico. Nico hat das Ding Türen, weil ich komme nicht mehr aus dem Auto raus. Du hast hier auf der Seite eine offene Tür. Ah, eingeschlagen. Da kannst du durch schuppen. So, und dann nehme ich dir nochmal ganz kurz das Zeichentool in die Hand. Also, Leon, gibt es Zeichen? Warte. Du musst einfach nur stehen. Drück nichts. Ich habe aus Versehen 2 gedrückt. Ich wollte die Türen schließen und bin auf 2 gekommen. Die Türen auf 1, Dinge auf 2. Ey, ich habe 6. Ich habe bis zu 6. Ja, drück nicht die 6. Das wissen wir erst in den letzten Episoden, ne? Nee, ich drück die 6. 6 ist notwendig. Okay. Gut, dann auf 3. In 3, 2, 1. Ja, also jetzt. Los. Wow. Nein. Ja. Hier. Nee. Und raus ist er. Das Kraft ist raus. Yeah. Okay, ich lasse Juli Jasko einfach rausmachen und danach muss ich gucken, wie ich mit Juli klarkomme. Oh Gott! Oh, ich hab den hinteren vergessen. Ja, du hast einen Reifen hast du komplett vergessen. Ja. Houston, we have a problem. Oh ne, we have no problem. Ich will nicht aussteigen. Oh, now, Houston, we have a problem. We have a big problem. Ich hab nämlich nichts eingebaut, um mich umzuwerfen. Ich auch nicht. Ja, das, was ich eingebaut hab, wirft mich selbst um. Und jetzt... Hallo, ich komme aus meinem Fahrzeug nicht raus. Ich auch nicht. Kann mich bitte jemand gegen mein Auto fahren? Weil ich kann wirklich nicht mehr aussteigen. Ich kipp dann mal nach unten. Ja, weil ich habe gerade auch keinen Bock, die Tür anzumachen. Einfach die Hebebühne in die Hand oder nehmen so. Und aufstehen. Oh, warte, ich falle. So. Ah, perfekt. Dann fall mal hier in die Ecke. Ich komme nicht raus. Ah, besten Dank. Bitte. Und wieder. Oh, Moment! Scheiße, warum falle ich so heftig um? Danke. Es ist. Nein. Davor habe ich mich kaum bewegt. Bewegt eine Firma in Baden-Württemberg. Okay, ich bin bereit. Ich auch. Ja, dann Runde 2. JustCraft hat 2 Leben, Juli 3, Nico 3. Das heißt, JustCraft noch 2-mal rauswerfen, dann ist JustCraft raus, nach Adam Riese. Ja, weil das traut sich ja keiner. Ich meine... Das machst du ja schon selber. So also... Wir gehen jetzt einfach auf Juli. 3, wir machen das. 2, 1... Oh Gott! Was? Oh. Wie so ein Hockeyball, ja, dich kriegt man nicht raus, du Held! Nein! Oh, JustCraft! Just und Nico sind raus. Was? Just beides? Ja, wie stopp ich das Ding? Wie stopp ich das Ding? Gut, dann wieder in Position und so weiter und so fort. Hilfe, ist der falsche Knopf. Nico 2, JustCraft hat einen. Ich hab das Gefühl, meine Schubdüse fährt hinten rein, ohne dass ich das wollte. Nicht meine Schubdüse, hier meine Kolben.
Hamas? Wieso hat sich Nico schon in meine Richtung aufgestellt? Das gefällt mir nicht. Ja, ich bin bereit. Jetzt. Ich bin bereit. Ich bin am breitesten. Genau, Nico ist am breitesten, am dünnsten. Ich bin am breitesten. Oh Gott. Ja, okay. Dann. Nee, Moment. Alter. Oh Mann. Okay, ja. Ja, dann der letzte. Für Just Craft die wahrscheinlich letzte Runde. In drei. sehr parteiisch hier, ey. 3, 2, 1. Oh. Nein. Ich hab keine Power. Ja, ich hab auch keine Power. Nein. Und du bist ne. Ui. Wieso lenkt dieses Ding nicht? Hallo. Nein, ich bin raus. Ich bin raus. Oh, jawohl. Ich bin raus. Scheiße. Und Jess. Oh, lol. Ich konnte Jess gerade einfach nicht das rausdrücken. Ich hänge in den Baum fest. Als ob. Alter. Fahrzeug, lass mich raus. So. Also. Ist wie bei einem Unfall. Ja, das ist ein Nico. Nein. Guck mal, Nico, guck mal. Aufgebockt, jawohl. Oh, es bewegt sich! Nein! Kann man nicht auch theoretisch die ganze Runde eigentlich aufgebockt bleiben? Ja. Also, ich meine, hier auf dem Ding da, wie heißt das, auf der Hebebühne? Das Nein, du musst dich bewegen nach einer gewissen Zeit. Oh, schade. Oh, ich bin bereit, ich bin breit. Also, 2-2-1 steht, womit JustCraft der niedrigste ist. Und ich möchte sagen, aus wie ein Anfängerkurs für Autofahrer. Ja, das stimmt. Ich hab direkt so einen Top-Down-Sicht, das finde ich ganz geil. Also, Runde Nummer 3. In 3, 2, 1. Los geht's! Nee. Oh Gott. Oh! Lass ihn alle in Ruhe, lass ihn alle in Ruhe. Oh, weg hier. Nein! Just, oh, das war knapp, Just. Oh! Jetzt aber! Nein! Jetzt, Nico! Rückwärts! Nein! Oh! Weg mit ihm! Alter, ich häng hier schon wieder, ich kann mich nicht bewegen! Warte, Mann, ich helf gerne. Ich häng auf dir fest. Ah ne, jetzt. Alles gut. Ja. Das geht ja gut los hier. Oh, das heißt, ich bin der Einzige noch mit 2 Leben. Okay. Der hatte gesagt, dass es meine letzte Runde vor 2 Runden war. Der, wo da oben hängt. Ja, ich hab so einen richtig guten Top-Down, ich finde ganz praktisch. Und ich hab hier Kontrolle über die. Aber das ist auch gerade nur pures Glück, weil ich mache irgendwie selbst Saltos, aber irgendwie rolle ich. Nächste Runde, ich habe aufgehört zu sehen, wie viele wir ja schon hatten. Ob das halt falsch Knopf. Ich glaube, das müsste die 4. sein jetzt. Ja, kann auch 5 sein, ist mir auch Latviosa. Nee, erste bin ich rausgeflogen, zweite wird Nico und ich, dritte. Egal. 3, 5. Nee, 5, glaube ich. Runde 1, nee. Runde irgendwas von 128 in 3, 2, 1. Los geht's! Oh Gott, wo fahre ich denn hin? No. Oh! Nein! Gib Gas! Oh, Alter! So, Jess! Ah, er ist noch drin. Er ist mit seiner Tür noch drin. Meine Türen haben mich gerettet. Oh. Nein. Und Just Craft ist raus. Das war eine schöne Runde. Jetzt weiß gegen weiß, also auch nichts Rassistisches hier. Ja. BMW jetzt, gegen VW. Der Schwarze ist jetzt raus, das ist okay. Hashtag no Rassist. Alter Auto, was machst du eigentlich, Mann? Jetzt bin ich aufgebockt!
Mann, ey. Auto. Schluss jetzt. So, jetzt, ich bin bereit. Ja, dann, ja, runter halt, ne? In 3, 2, 1. Hä, da vorne fehlt mir auch ein Stück Glas. Ich glaube, ich habe einen Motorschaden, warte mal. Ich bin, warum? Auto, was machst du? Nein. Komm schon, Nico, raus. Nein. Oh, Nico ist raus. Yeah! Damit gewinnt Juli. Juhu, VW ist halt einfach über QMB. Achso. Ja. Nee, ich hab den tatsächlich extra so tief gebaut, weil ich hatte wahrscheinlich die gleiche Idee wie du, dass man mich nicht rausschieben kann. Ah. Ja gut, ja. Hat, wie man sieht, nicht funktioniert. Boah. Nico besteigt mich, ey, ist ja unglaublich. Nice, ich könnte mich sogar... Moment mal. Oh, nein, falsche Richtung. Oh, ja. Warum stehe ich auf der Kante? Ach so, weil ich auf Juli noch drauf stehe. Auto. Also, mal hochbocken, so. Just Craft geht durch. Also. Das war die rein theoretisch neunteste. Das war die 9. Folge von unseren Scrap Challenges. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, macht was auch immer ihr wollt und schaltet das nächste wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Tschüss!